In dieser Meditation harmonisieren wir unser Wurzelchakra. Das Wurzelchakra sitzt am Steißbein. Es ist das unterste und somit das erste unserer Hauptenergiezentren im Körper und steht für das Urvertrauen, die Verbindung zu Mutter Erde und allem, was ist, und für Lebenskraft. Mit diesen Eigenschaften kamen wir zur Welt, direkt aus dem Schoß unserer Mutter. Oftmals wurden wir bereits in den ersten Minuten unseres Lebens oder spätestens im Verlauf unserer ersten Lebensjahre zutiefst in diesem Vertrauen, der Verbindung zu allem, was ist, und der Kraft in uns durch die Erziehung, gesellschaftliche Konditionierungen oder unser Umfeld erschüttert. Das brachte unser Wurzelchakra aus dem Gleichgewicht und blockierte das freie Fließen der Energie durch unseren Körper. Daher ist es auch so wertvoll, dass wir uns immer wieder mit unserem Wurzelchakra verbinden und diesen Bereich durch Energie und Liebe harmonisieren. Damit wir wieder das Urvertrauen und die Kraft in unserem Leben verspüren, mit der wir auf diese Welt kamen und die unserer wahren Natur, unserem wahren Sein entspricht. Nimm für diese Wurzelchakra-Meditation nun bitte eine bequeme Position ein, in der du dich richtig gut entspannen kannst. Mach es dir an deinem Platz ganz gemütlich. Nimm wahr, wie du auf deinem Platz sitzt oder liegst und spüre, wie du ganz sicher, ganz beschützt und geborgen bist. Dein Atem kommt und geht. Tanke beim Einatmen ganz viel Kraft und Vertrauen ein. Und lass beim Ausatmen alle Anspannung los. Einatmen. Ausatmen. Kraft tanken. Loslassen. Bleibe so ein paar Augenblicke bei deinem Atem. Und nun stelle dir bitte mit mir vor, du stehst in einem weiten Mondfeld. Die Sonne scheint und um dich herum erstrahlen zahlreiche Mohnblüten in ihrem wunderschönen Rotton. Rot steht für die Farbe des Wurzelchakras. Schau dich um. Lass dich von der roten Blütenpracht erfreuen. Rote Mohnblüten, so weit das Auge reicht. Genieße dieses leuchtend rote Blütenmeer. Beuge dich gerne zu einer der Blüten runter und berühre mit deinen Fingern ganz sanft die zarten roten Blütenblätter. Wie fühlt sich das an? Bleibe einen Moment bei diesem Gefühl unter deinen Fingerspitzen.
Dann schreite langsam weiter durch das Mohnfeld. Du gelangst zu einer Lichtung, in dessen Mitte ein großer, alter Apfelbaum steht. Schau ihn dir an in seiner Majestät. Die Äste und das Blätterwerk erstrecken sich in alle Himmelsrichtungen, grenzenlos frei. An dem Apfelbaum hängen große rote Äpfel. Fühl dich eingeladen, einen der roten Äpfel zu pflücken. Welcher spricht dich besonders an? Sieh das Rot des Apfels und spüre ihn in deiner Hand. Wenn du möchtest, beiße auch gerne hinein. Schmecke die Frucht und visualisiere dabei ihr wunderbar leuchtendes Rot. Nun richte deine Aufmerksamkeit bitte auf den Stamm des Apfelbaums, so stark und standhaft. Betrachte seine Rinde. Berühre sie auch gerne. Und lass diesen starken Halt des Baumstammes auf dich wirken. Lehne dich gerne an ihn. Du kannst ihn auch umarmen. Oder dich hinsetzen und dich anlehnen. Er hält dich. Nimm wahr, welche Energie er ausstrahlt. Was kannst du spüren? Atme sie tief ein. Verbinde dich nun bitte mit den Wurzeln des Apfelbaums. Sie reichen tief in die Erde, durch viele Sand- und Gesteinsschichten hindurch, in jede Richtung, und gewährleisten dem Baum dadurch seinen sicheren und festen Stand. Von Mutter Erde erhält er all die Energie, all die Kraft, die er für seinen Stand, für sein Wachstum und das Bilden und Austragen seiner Früchte benötigt. Über all die Jahre und Jahreszeiten seines Lebens hinweg, ungeachtet all der Stürme, Gewitter, Regengüsse oder Hitzeperioden. Er steht sicher. Er ist versorgt. Er ist verbunden in all seiner Kraft. Werde du zu diesem Baum. Spüre, wie sich von deinem Wurzelchakra aus im Bereich deines Steißbeins dicke, feste Wurzeln bilden. Spüre, wie sie wachsen und sich tief, ganz tief im Boden, in Mutter Erde verankern. Ziehe all die Lebenskraft, all die Energie von Mutter Erde über deine Wurzeln in dein Wurzelchakra hinauf. Du musst dafür nichts weiter tun. Es fließt von ganz allein. Nimm all die Kraft, all die Energie, das Vertrauen, dass du alles hast, was du für dein Leben und dein Wachstum brauchst, auf und flute damit den Bereich deines Wurzelchakras.
Sieh und spüre, wie es dabei in seinem leuchtendsten Rot erstrahlt. Wie sich dieses Rot ausdehnt. Immer weiter, immer kraftvoller. Wie alles in dir ganz weit, ganz leicht und frei wird. Bleibe noch einen Moment bei diesem Rot, bei deinem Wurzelchakra. Fühle und genieße die wohltuende und kraftvolle Verbindung zu Mutter Erde. Spüre deine Stärke und dein Vertrauen ins Leben und in dich selbst. Du wundervolles, kraftvolles Wesen. Und mit diesem Gefühl löse nun langsam die Wurzeln. Spüre den Baumstamm, an den du lehnst. Bedanke dich gerne bei ihm. Dann schreite langsam wieder durch das Mondfeld, zurück ins Hier und Jetzt, in den Raum, in dem du dich befindest. Spüre die Unterlage, auf der du sitzt oder liegst. Bewege deine Arme, deine Hände, Beine und Füße. Strecke und recke dich gerne ein wenig. Und wenn du soweit bist, dann öffne deine Augen und sei damit wieder ganz präsent im gegenwärtigen Augenblick. Ich danke dir für dein Sein und wünsche dir für deinen weiteren Weg eine starke Anbindung an dein Wurzelchakra. Mit ganz viel Vertrauen ins Leben, ganz viel Kraft und dem Gefühl von Verbundensein. Schön, dass es dich gibt.